Ah, ja, das Halluzinationen sind so toll manchmal, wirklich. Wow. Hey, Mr. AK. Du gehst nirgendwo hin, alter Mann. Als hätte er auf mich gewartet. Einfach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Das weißt du woher? Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. Was heißt deine Stadt? Das ist meine Stadt. Ja, jedes verdammte Mir Mal. kommst du nicht vorbei! Ach du, so ein großer Bubi. Nur du und ich. You don't say! Bösen kleinen Ninjas! Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber hey, wenn es funktioniert. Bleibst schön weg. Ja, echt mal. Geh noch mal irgendwer von euch mal hier runter. Ja, aber das war Bane. Alter, jetzt drücke ich schon diese beiden Tasten, um Dings-Ausschaltmanöver zu machen, dann schnappt sich Batman das Ohr. Ich wollte ihm seinen Kopf in die Lampe rammen, aber wieso hebst du den Stock auf? Oder Rohrdingsgedöns? Ja. Denk, du wärst hier eingesperrt. Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein verpanzer Batman aufhalten? Ja, apropos Bauchschuss. Wie oft ist es jetzt schon eigentlich vorgekommen, dass Batman angeschossen wurde? Was ist los, Bats? Hast du das Auto vergessen? Die Schlüssel verloren? Na, gib mir die Fernbedienung, ich versuch's. Nein! Tu ich nicht! Ich muss gerade mal nachdenken. Er wurde auf jeden Fall Arkham City und im DLC angeschossen. In Origins wurde er angeschossen. Jetzt hier in Arkham Knight wurde er angeschossen. Ich glaube, ich sollte wirklich dringend mal wieder Arkham Asylum spielen. Wurde der da auch angeschossen? Also mit Pistole? Es gab ja diese eine Szene, aber das war keine Pistole halt. Theoretisch könnte man das gelten lassen, auch wenn es. Naja. Klopf, klopf! Batman gesichtet! Zum Alt-Team!
Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Echt mal? Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. You don't say. Tunnel. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Ja. Eigentlich müsste ich ja hier alles in die Luft sprengen, damit sie die ganzen Fahrzeuge und so nicht gegen mich verwenden können. Ich presse euch gegen die Wand. Das hat bestimmt niemand gehört. Die werden sicherlich jetzt auch nicht versuchen zu fliehen. Nee, nö. Ist ja alles schalldurch. Unzudurchlässig. Schalldicht. Hast du gesucht das Wort? Verdammt, er ist hier. Wo gehst du hin? Sir, der Wärmescanner des Batmobiles zeigt nur einen Körper. Das ist der Fahrer. Kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Oh, ich hasse es, wenn die Kamera so ist. Ja, aber Oracle scheint wirklich nicht bei ihm zu sein. Eröffne das Feuer! Ihr habt ihn! Schießt weiter! Nein, schießt nicht weiter! Ich werde beschossen! Ich hab den anderen Typen überholt. Ups! Bin getroffen! Halt ihr auf Abstand! Das sah witzig aus. Rakete abgefeuert! Ja, nützt dir nun nichts, die Rakete. Steh unter Beschuss! Natürlich kriege ich die Kurve nicht. Wollte mich wirklich veräppeln? Nee. Ja, das wird sich auch nicht ändern, Mr. AK. Außer ich fahre hier weiterhin wie ein Depp durch die Gegend. Weg! Ha! Wunderschön weggerammt am Ende. Ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Ja. Zoome an seinen Bauch heran. Wie fühlt sich das an, nach dem falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orten? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Nicht mehr lange. Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen! Oh doch, das kann ich tun! Ey, wie brutal! Das hätte er früher nie getan! Wo ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin! Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt! Der Neid ist zu ihm, will ihn bezahlen! Das war's! Mehr weiß ich nicht! Ach, wirklich? Stop! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso?
Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Pinguin, ja, das hätten wir uns aber auch gleich denken können, dass er... Er liefert ja gerne Waffen. Das heißt gerne. Er sammelt halt gerne und, naja, hat auch einen typischen... Haben wir ja schon in, hier, Dings gesehen. Arkham City und Arkham Origins. Ich habe immer mit dir noch eine Rechnung offen, ne? Wegen dir. Muss ich alles nochmal von vorne machen. Privat. Für die 240%. Alles deine Schuld. Richtername Oswald Chesterfield Cobblepot. Beruf Schwarzmarkthändler. Standort Gotham City. Augen blau. Haare schwarz. Größe 1,47. Gewicht 79 Kilo. Erstes Auftreten der Tief Comics Nummer 58. Der Pinguin ist ein exzentrisches, kriminelles Genie und hauptsächlich für seine windigen Geschäfte bekannt. Oswald, Sohn der wohlhabenden Familie Cobblepot, besuchte eine Schule in Übersee. Als seine Familie harte Zeiten durchlebt, begann Cobblepot damit, auf den Straßen Londons eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen. Jahre später tauchte er als Pinguin wieder in Gotham auf. Er verkaufte Waffen auf dem Schwarzmarkt und heizte so die illegalen Aktivitäten an, durch die sich ein Großteil der Unterwelt von Gotham finanziert. Nach seinem schweren Niederschlag in Arkham City ist der Pinguin nun erneut im Geschäft und liefert Waffen an die Besatzungsmächte in Gotham durch eine Scheinfirma namens North Refrigeration. Genie auf dem Gebiet der Kriminalität und der Finanzen, Experte im Nahkampf? Ja, deswegen sieht man ihn auch immer so selten kämpfen. Besonders wenn ich so an Arkham City denke. Von wegen Nahkampf. Unbarmherzig und grausam, besitzt viele Kontakte in der Unterwelt. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Du standest doch noch gerade dort! Wieso bist du jetzt da? Kannst du mir das vielleicht mal verraten? Der Arkham Knight? Ja. Vielleicht hieß der Arkham Knight in Arkham City noch nicht Arkham Knight. Sportsbar. Muss ich ja nicht zuerst. Ja. Grand Avenue! Ich hätte dich vorhin gebrauchen können bei Riddlers Flugstunde. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig mir, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. So, Mr. AK kennt also den Batwing. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren. Wird der Virus bei höherer Waffenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Ja. Was ziemlich sexy ist. Ja, das, was ich eigentlich am explizitesten benutze. Explizit schicken. Was ist die Mehrzahl davon? Oder eher die... Größere Steigerung? Keine Ahnung, wie nennt man das? Mir auch egal, sehe ich aus wie Deutschlehrer. Drohnenvirus, drahtlos übertragener polymorpher Virus. Infizierte Einheiten wird andere Drohnen ins Visier nehmen und zerstören. Dann testen wir das Auto doch mal. Ja, dann testen wir es mal.